Hey, kriege ich deine Nummer? Hallo? Hier ist Stacy. Stacy vom Volleyball. Ich kann jetzt gerade nicht reden. Nur zu. Ist bloß eine ganz gewöhnliche Doppelmordermittlung, sonst nichts. Halt doch die Klappe. Kann ich dich später anrufen? Hast du ein Date? Ja, sieht danach aus. Wenn du alles haben könntest, was du dir wünschst, was wäre dein größter Wunsch? Ein Haus, einen Hund, eine Frau, die ich liebe, die mich liebt. Meine auch. Jetzt habe ich alles, das mit der eingetragenen Partnerschaft ist neu. Gefällt mir die Vorstellung, dass ich dich aushalte. Was hast du? Ja, ich habe mir wohl einen Muskel gezerrt. Lass das untersuchen? Ja. Ich bin Detective Laurel Hester und arbeite seit 23 Jahren für das County Ocean Police Department. Bei mir wurde Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Stirbt einer meiner heterosexuellen Kollegen, geht seine Rente an seine Ehefrau. Weil meine Partnerin eine Frau ist, gehen meine Ansprüche verloren. In meiner Laufbahn habe ich nie um Sonderbehandlung gebeten. Ich fordere nur Gleichbehandlung. Wir leiden alle sehr mit Ihnen in Ihrer Situation, aber wir müssen Ihren Antrag ablehnen. Das ist ein ungeheuerlicher Justizirrtum. Bei der nächsten Sitzung kreuzen wir mit 100 Demonstranten auf. Radikale und Fremde aus New York können diese Leutchen sicher nicht umstimmen. Ich bin nicht radikal. Ich bin ein braver jüdischer Schwuler aus New Jersey. Und du, Schätzchen? Ich bin hetero, weiß, Ex-Protestant, Atheist und Bulle. Ist das in Ordnung für dich, Schätzchen? Ja, ich finde das total sexy. Ich mache mir Sorgen um Stacy. Sie hat zu viel durchgemacht und ist noch so jung. Ich liebe dich! Das ist ungerecht. Ja, das ist es wohl. Wir haben uns dieses Haus so sehr gewünscht. Und ich würde es gern behalten. Als Erinnerung daran, wie sehr wir uns lieben. Nehmen die den Antrag an, gehen meine Steuern an ihre Freundin. So wie deine Frau deine Rente kriegt, wenn du stirbst. Ja, aber sie ist meine Frau. Würden wir zwei morgen heiraten, bekäme ich ihre Rente. Ist das ein Heiratsantrag? Du liebe Güte. Sie halten an verlorenen Positionen fest aufgrund persönlicher Überzeugungen. Wir könnten damit den Lauf der Welt ändern. Das Einzige, was für mich zählt, ist Gerechtigkeit für die Frau, die ich liebe.